boys do. They stare at me while I stare at you. Fürs Wochenende? Ja, also meine Erwartungen, die habe ich mir eigentlich bei der Lavantour-Rallye selber gemacht. Ich will mir einen Sieg fahren, ich habe es dort gezeigt, dass ich das schaffen kann und dass das auch sicher das Ziel sein muss. Aber ja, wie man gesehen hat, ist die Rallye erst im Ziel aus. Leider habe ich es auf der letzten Prüfung verloren. Aber okay, ich glaube, ich bin gut vorbereitet. Wir sind top motiviert und wir wollen alles probieren, damit wir um einen Sieg mitkämpfen können. Hannes Danzinger, das zweite Mal im Peugeot S2000. Hannes, was sind die Erwartungen fürs Wochenende? Erwartungen sind, nachdem der erste Lauf im Lavantour ganz gut geklappt hat auf die paar Prüfungen, natürlich größer und mehr. Und wenn man es vergleichen will mit der Konkurrenz, sind die Erwartungen irgendwo am Stockerl im Endeffekt. Bis dorthin ist aber natürlich ein langer Weg, die Rallye ist lang und vorerst einmal ein richtiges Setup finden ist wichtig. Und wenn das passt, dann kommt eh alles andere automatisch. Wie sieht es eigentlich mit der weiteren Saisonplanung aus? Kannst du uns da etwas schon verraten? Das würde ich gern. Da ich aber selber noch nichts weiß, wie es weitergeht, kann ich leider nichts sagen dazu. Schaut aber nicht so gut aus. Vielleicht ist in der zweiten Jahreshälfte noch mal irgendwo ein Einsatz möglich, aber im Prinzip sind wir eigentlich ziemlich fertig. Mario Seibel, dritter Einsatz im Fabia S2000 dieses Jahr. Mario, wie geht's? Ja, bis jetzt gut. Wir haben gestern einen Test gehabt, der war in Ordnung. Haben wir kurz einmal alles durchprobiert. Schauen wir, wie das Wetter wird. Aber ich freue mich auf die Rallye. Ich würde mir persönlich wünschen, dass es regnet und dass wir mit Intermeds fahren können. Aber werden wir schauen. Oh.
Ja Mann, nach 8 Sonderprüfungen Führende bei der Wechselrander-Rallye, ich nehme an, du bist hochzufrieden bis jetzt. Ja, erster Tag haben wir ein paar kleine Fehler gemacht, heute Vormittag wieder, ersten zwei Prüfungen, einmal war ich kurz neben der Straße, aber okay, ich habe meinen Speed ganz gut gefunden, habe dann zwei gute Bestzeiten gefahren, jetzt sind es 10 Sekunden, ist, wenn man nach oben schaut, eigentlich nichts, muss man ehrlich sagen, jetzt kommen noch mal richtig viele SB-Kilometer und jetzt ist auf jeden Fall ganz wichtig, dass man einen richtigen Reifen drauf hat und ich glaube, dann können wir einen Sieg mitkämpfen. Gerwald Grössing, nach 8 Sonderprüfungen, 4. Platz. Wie ist es gelaufen bis jetzt? Ja, an und für sich. Gestern im Regen waren wir ein bisschen verhalten. Regensetup ist halt wieder was anderes. Ich bin mit dem Auto im Regen noch nicht gefahren, aber letztendlich sind wir ganz gut zurechtgekommen. Heute in der Früh hat sich bemerkbar gemacht ein Elektronikproblem. Wir haben im 5. Gang über ein Drehzahlband von vielleicht 500 bis 700 Umdrehungen ganz, ganz wenig Leistung. Und erst wenn man diesen Punkt überschreitet, dann geht es wieder gut. Das heißt, das ist erstens nervig, weil man permanent schon damit rechnet, dass das Auto nicht richtig zieht und man verliert natürlich auf der Uhr auch. Und jetzt haben wir versucht, die Sensoren zu wechseln. Man sieht es auch am Data Recording eindeutig, dass wir da ein kleines Problem haben und die Burschen versuchen das jetzt auszusortieren. Also im Prinzip ist der dritte noch möglich. Mario Seibel, 4 Sonderprüfungen noch bis zum Ende. Was glaubst du, ist noch drinnen? Vielleicht kommt noch ein Regen, dann geht vielleicht noch was. Ich tue mir bei der Rallye ein bisschen schwer nach vorn. Bin immer so ganz knapp langsamer als der Hannes und als der Gerwald. Raimund und der Hermann Neubauer fahren sowieso bei der Rallye in einer eigenen Liga. Das ist wirklich extrem schnell, was die Burschen machen. Und werden wir schauen. Ich hoffe, dass jetzt der Regen kommt am Nachmittag. Das hilft uns vielleicht ein bisschen. Links, 80, rechts, in links 5 kurz, in rechts 5 kurz, in leicht links, in rechts 5 minus, in links 5 minus, maybe, 100, Kuppe gerade, 20, rechts 5 minus, Innenasphalt, 40, links 5 minus, Haus, in rechts, in links 5 kurz, Cut, in rechts 5 Cut, 60, Baum geradeaus, 180, mal Anfang. Ja, links 4 plus schnell, in rechts 5 Cut. 60 Caution, links 4 plus Eingang, in rechts 3 Cut. 2 schneller als der Raimund, in links 3 plus schnell, in leicht rechts 40 Caution, links 5 macht zu, Break 40, rechts 3 Cut. Hermann Neubauer, leider ohne Auto hier im Ziel bei der Wechselland-Rallye. Hermann, was ist passiert? Ja, auf SP10, im Kampf um einen Sieg gegen Raimund. Ich glaube, meine Runde war schneller als eine, ich war ganz knapp vorn. Ja, aber ich habe trotzdem nicht nachlassen können, für das war der Abstand zu gering. Und ich bin eigentlich in einer ganz blöden Ecke, genau dort, wo der Raimund und der Hannes auch einen Fehler gemacht haben, ein bisschen nach außen gerutscht und in den Dreck gekommen. Und ja, habe mich, glaube ich, mit Zeitlupentempo mit 10, 15 km/h in einem Baum angeschlagen, links vorne, habe meinen Ölkühler zerstört und die Spurstangen und ja, das war's damit. Okay, aber keine gravierenden
Schäden am Auto? Nein, gar nichts, überhaupt nicht gravierend. Ich bin noch weitergefahren, bin noch mal stehen geblieben, habe noch mal alles kontrolliert. Ich glaube, ich hätte sogar ins Ziel fahren können noch, aber der Zeitrückstand wäre zu groß gewesen. Für mich hat eigentlich da nur der Sieg gezählt und den habe ich nicht geschafft. Und somit, ja, das ist eigentlich eine große Niederlage. Okay, das verstehen wir natürlich. Also, Schneeberglandrallye ist aber wieder fix bei dir. Genau, jetzt schauen wir mal den Plan weiter, wie es ausschaut. Die Meisterschaft ist damit gelaufen und ja, eventuell fahren wir irgendwas im Ausland. Vielleicht werden wir unseren Plan ein bisschen umkrempeln. Ich habe im Ausland letztes Jahr extrem viel gelernt und ich habe auch gesehen, dass ich aus eigener Kraft gewinnen kann, ohne dass irgendwer anderer ein Problem hat und macht mich zuversichtlich und deswegen kann es sein, dass wir einmal ins Ausland damit gehen. Raimund Baumschlager, Sieg bei der Wechselland-Rallye. Raimund, wie war's? Ja, es war wahnsinnig schwer. Also wir haben gleich wieder mal das typische Wechselland-Wetter gehabt. Mit Slicks weggefahren und gleich einmal in den Ring gekommen. Und es war wirklich wahnsinnig spannend eigentlich. Sehr, sehr lang bis zu den letzten Prüfungen. Und wir haben immer gesagt, okay, man muss dranbleiben, Attacke machen. Und der Hermann Neubauer ist gewaltig ans Limit gegangen. Und ich habe da versucht, so halbwegs dabei zu bleiben. Ja, und danach ist fast wie jedes Jahr. Die letzten vier Prüfungen, die bringen dann die Entscheidungen und ich muss ehrlich sagen, die Burschen sind alle gewaltig stark gefahren und ich bin wirklich froh, dass wir uns da durchsetzen können haben. Haben wir auch viel Glück gehabt dabei, weil da wo der Hermann angegangen ist, da war es bei uns auch schon sehr, sehr knapp. Aber grundsätzlich war alles richtig. Wir haben uns nur ein einziges Mal ein bisschen mit den Reifen verdauen und ansonsten kann ich nur unserer Mannschaft ein ganz großes Lob aussprechen. Erster, zweiter und vierter, drei Autos am Start, was willst du mehr? Mario Seibel, letztendlich Platz 2 bei der Wechselland-Rallye. Mario, wie ist dazu gekommen? Naja, wir haben einen Fight eigentlich gehabt mit dem Hannes um Platz 3. Und dann hat sich aber der Gerwaldner Batschen geführt und hat Reifen wechseln müssen. Jetzt ist der Kampf um Platz 2 geworden. Und wir haben dann ganz knapp um, glaube ich, 1,6 Sekunden das noch für uns entscheiden können. Ne? Geile Sache. Vorher hat es scheinbar etliche Probleme gegeben, auch mit Hermann Neubauer. Was war da los am Rundkurs? In der Ausfahrt am Mundkurs sind zwei extrem rutschige Stellen und ich bin da vor zwei Jahren mit dem Mitzu schon mal fast draußen gegangen und habe da abgedreht und der Hermann ist sein Tempo gefahren und das ist sich leider nicht ausgegangen. Der Hermann war wieder eigentlich, eine Klasse für sich ist übertrieben, aber er war eindeutig der schnellste Mann auf der Veranstaltung. Er hat leider wieder Pech gehabt, also es ist echt schon mehr ihm zu wünschen, dass er mal aufgeht und dass er mal den verdienten Sieg heimfährt. Ja. Hannes Danzinger, letztendlich Platz 3 bei der Wechselland-Rallye 2014. Hannes, wie war's? Teils. Der erste Tag war sensationell, gleich in Führung gegangen, mit eigentlich das erste Mal richtig mit dem Auto unterwegs und gleich in Führung. Da hat uns sicher der Regen ein bisschen geholfen. Am zweiten Tag war es leider zu trocken und da waren wir noch nicht so ganz auf du, das Auto und ich, und haben dadurch dementsprechend verloren. Aber letztendlich muss man fürs erste Mal mit dabei bei der starken Konkurrenz mit einem Stockerlplatz absolut zufrieden sein. Wir haben gesehen, kleine Schäden auch am Peugeot S2000. Was ist da hier passiert? Ja, das war beim vorletzten Mal vom langen Rundkurs haben wir einen leichten Ausritt gehabt in einer Kurve, die untypisch glatt war und rutschig war. Da sind leider auch der Hermann Neubauer ausgeschieden. Und wir haben das gerade noch irgendwie geschafft mit den leichten Blessuren. Der Raimund hat richtige Probleme dort gehabt. Und ja, das war's. Und wir haben Gott sei Dank weiterfahren können, ansonsten wäre es ganz locker der Zweite geworden. Chris Brücker, Platz 4 bei der Wechselland-Rallye 2014. Chris, wie war's? Ja, es war echt richtig hart. Allein der erste Tag, wo es voll zum Regnen angefangen haben, auf die Rundkurse. Das habe ich vorher noch nie gehabt, so richtig. Und ja, wenn ich gestern Sechster gewesen, haben wir gedacht, okay, das fahre jetzt aber fertig, weil der Abstand schon relativ groß war. Und ja, am zweiten Tag habe ich gedacht, okay, jetzt sammle die Erfahrung, fahre es aber durch. Und wie man sieht, die Rallye entscheidet man erst ganz zum Schluss und bin jetzt auf dem vierten Rang vierig gerutscht durch leider die Ausfälle vom Hermann und der Platten vom Gerwald. Jetzt auf dem vierten und bin super happy, ich habe viel gelernt, kann gerade sein, ich gemacht, was Wichtigste ist und freue mich wieder auf Schneeberg. Daniel Wollinger, zweiter Einsatz im Opel Adam R2 und erster Gesamtsieg in der 2WD. Daniel, wie war's? Ja, es war wirklich, auf der letzten Sonderprüfung war es wirklich sehr, sehr turbulent.
Mir tut es erstens einmal leid für den Böhm-Michi. Er hat wirklich jetzt ein Pech gehabt, er hat das ganze Jahr schon ein Pech. Aber so ist der Rallye-Sport, ich kann es aber nichts ändern. Auf meiner Seite, ich bin überglücklich, dass es zum ersten Sieg heuer gereicht hat in der 2WD und auch in der letzten Prüfung die Bauer-Stage mit 3 Punkten für mich entschieden habe. Somit wird die Meisterschaft wieder spannend und danke mein Team, Opel hat gut funktioniert und schauen wir weiter zum Schneepark. Michael Böhm, leider etwas später zur Zielrampe gekommen. Michael, was ist passiert? Ja, jetzt auf der letzten Prüfung in einer engeren Rechtskurve haben wir ganz leicht so einen Betonwinkel touchiert und sofort einen Platten gehabt. Nachdem wir 12 Kilometer zum Fahren haben, haben wir entschieden, nicht zu wechseln und weiter zu fahren, probiert irgendwie zu halten. Der Reifen hat sich leider Gottes relativ schnell verabschiedet, dann die ganze Felge zerbrochen. Wir haben jetzt 3,5 Minuten verloren und sind auf den 2. Platz abgerutscht. Und nichts mit Podium und 1. Platz und Triple-Sieg. Und ja, bin ziemlich geknickt, aber so ist Rallye. Und das ZM Racing Team muss einiges wegstecken heuer. Jetzt werden wir sehen. Also ein bisschen Pause und dann werden wir unsere Kräfte sammeln und wieder voll angreifen. Martin Kaltheis, nach langer Pause wieder retour in der ÖM und Platz 6 gesamt bei der Wechsellandrallye. Wie war's? Ja, ausgezeichnete Rallye. Wir haben am ersten Tag gleich mal Intermeds aufgezogen. Das war absolut die richtige Wahl. Hat super angefangen das Ganze, haben schöner in die Rallye reingefunden. War total, total super. Jetzt im Ziel noch bester Nicht-S2000. Schöner kann es eigentlich gar nicht rennen.